vor, Mensch. Ja! Ja, eigentlich ziemlich unnötig. Wir hätten eigentlich, wenn wir nur annähernd, sag ich mal, die Mentalität an den Tag gelegt hätten wie in den ersten beiden Spielen, vielleicht auch gegen Hikrizpor, hätten wir das Ding heute nicht gewonnen. Es fehlt einfach an allem heute, an der Galligkeit, an dem Willen, das Spiel zu gewinnen. Die waren nicht heiß, da fehlten überall 20% und dann kannst du so ein Derby nicht bestehen, weil Warnburg war jetzt keine Übermannschaft, wo wir sagen, die haben halt gut gespielt, das war nicht so. Die haben sehr zurückgezogen, haben tief gestanden, haben das gemacht, was wir in den letzten Spielen gemacht haben. Nichtsdestotrotz müssen wir da mehr Druck entfachen und das passt heute nicht. Also die Einstellung war nicht da und deswegen haben wir es halt verloren. Wenn du nicht 100% an deine Leistungsgrenze gehst vom Kopf her, dann gewinnst du solche Spiele halt nicht. Also mein Fazit ist folgendes, also insgesamt behaupte ich mal, dass wir eine Stunde sicher das Spiel dominiert haben. Und von daher auch hochverdient dann entsprechend das Spiel gewonnen haben. Mit den Wechseln ab der 60. gab es ein bisschen Probleme letztendlich dahingehend, dass wir dann eben immer die Ordnung verloren haben. Tungen hat dann den Anschlusstreffer auch irgendwo gemacht, hat auch gedrückt und gemacht und getan. Nur insgesamt denke ich, dass das Spiel nur einen verdienten Sieger hat, sprich den VfR Wadenburg. Und mir macht die Mannschaft mittlerweile sehr, sehr viel Spaß mit den jungen Leuten. Und bin froh, dass ich jetzt hier im zweiten Jahr eben, sag mal, entsprechend tätig bin und den Leuten auch was vermitteln kann. Das macht einfach Spaß jetzt hier. Und ja, wie gesagt, verdienter Sieg, denke ich.